Hallo und herzlich willkommen im Mittelalter zu das große Rüsten bzw. Bridge Constructor Medieval. Wir sollen wieder eine Brücke bauen und dieses Mal heißt unsere Aufgabe: Verstärke und überdache die Brücke. Mindestens 2 Einheiten des Konvois müssen beide kommen und wenn wir 3 retten, dann sind wir gut. Gut, unsere Brücke sieht schon mal recht einfach aus. Wir schauen uns mal an, was passiert. Okay, das heißt, da von oben kommen wieder die Steine und töten uns alles. Das heißt, wir müssen wieder mit Dächlein arbeiten. Reicht es uns, wenn wir ein einfaches Dach hinmachen? Aber ich glaube, die Brücke ist eh insgesamt nicht ganz so sicher. Ah, und wir haben nur Holz zur Verfügung. Schauen wir nochmal nach. Das sollte jetzt eigentlich ein Dach her. Da geht gar nichts. Okay, wir brauchen Seitenstreben. Das heißt, wir gehen von hier aus und verstreben einmal die Seite. Dann von der anderen Seite. Hier treffen sich die beiden. Und hier den zweiten nach oben. Dann schauen wir, dass wir hier nochmal einmal nach oben kommen. Schauen noch mal nach. Einmal. Stark belastet, aber es geht noch. Ah, wir brauchen noch ein ganz kleines bisschen mehr bei dem Ganzen. Okay. Wir ziehen von hier eine zweite Strebe ein und sichern sie zur Seite ab. Auch von dieser Seite aus. Hier kommt eine zweite Strebe rein und sichern sie zum Rand hin. Umzug. Gut, noch ein Versuch. Ja, jetzt bleibt das alles schön grün. Und gar nichts rot. Oh, okay. Wir müssen unser Dach noch ein bisschen besser bauen. Das heißt, wir ziehen von hier aus. Die setzen wir mal ab. Und bauen hier jeweils einmal bis hier. Bis hier. Und bauen wir erstmal das Schrägdach auf. Einmal, zweimal und jetzt hier ein großes Dach. Wir müssen da einfach eine gewisse Stabilität reinbringen. Und das schafft man eigentlich immer gut, indem man so kleine Prismen macht. Und nicht Prismen, wie nennt man das hier? Roten. Auch hier einmal, zweimal. Ich hoffe, das wird jetzt nicht alles zu schwer, dass unsere Transporte hier überhaupt noch durchkommen. So, let's test. Geht aufs Dach. Und passt. Es könnte sein, wir müssen das Ganze noch ein ganz kleines bisschen größer. Aber er überlebt. Gerade so mit Krach und Ach. Okay, das war die Brücke Nummer 4 in der dritten Welt. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Runde hier im Mittelalter. Ich hoffe, jetzt wird es mal endlich wieder interessant, dass irgendwelche Folge kommen, die wir runterfallen lassen dürfen. Ich danke euch vielmals und bis morgen. Ciao.